Das Samsung Galaxy S21 FE 5G. Der Name ist viel zu lang und das Handy viel zu teuer, aber die Vorderseite sieht verdammt geil aus. Sagen wir mal so, das S21 FE ist an sich ein verdammt gutes Handy. Alles darauf läuft flüssig und schnell und mit 120 Hertz vom Display sieht man das auch. Apropos Display, man merkt, dass Samsung die Dinger selbst herstellt. Es wird sehr hell, die Farben sind kräftig und ich fühle diese flachen und dünnen Displayränder ja schon irgendwie. Was ich dafür so gar nicht fühle, ist die Rückseite. Dieses Plastik ist so ein bisschen wie vom Galaxy A52. Es wirkt einfach billig, aber wenn es auf den Boden fällt, bricht es nicht. Die Kamera hier auf der Rückseite sieht aus wie vom Galaxy S21 und bis auf die Zoom-Kamera sind es auch die gleichen Linsen. Die Fotos mit dem Handy werden also ziemlich gut. Ein Unterschied ist aber der Fingerabdrucksensor. Beim FE ist der nämlich optisch. Trotzdem schnell, aber die anderen S21s haben da Ultraschall. Mein Problem mit dem Handy, es ist zu spät. Die Technik da drin ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und dafür 750 Euro ist einfach zu teuer. Vor allem so kurz vor dem Galaxy S22.